Moin moin, was geht und seid gegrüßt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute zeige ich dir, wie man solche Fotos hinbekommt, wie das funktioniert und was wir dafür brauchen, zeige ich dir nach dem Intro. Ein frohes und gesundes neues Jahr 2021 wünsche ich euch allen. Ich zeige euch heute, wie man mit solchen Wunderkerzen ein paar richtig coole Fotos bekommt. Und zwar, was wir alles dafür brauchen, ist erstmal eine dunkle Location. Wir brauchen dunkle Kleidung. Wir brauchen als Werkzeug unsere Kamera, ein Stativ, ein Feuerzeug und natürlich Wunderkerzen. Und wie das jetzt funktioniert, zeige ich dir. Also, was wir brauchen, wissen wir schon. Was ist mit den Einstellungen? Wir brauchen eine Einstellung von ISO 100, Blende 9, 30 Sekunden Belichtungszeit und einen 2 Sekunden Selbstauslöser. Einfach damit die Kamera sich nochmal fängt. Wichtig ist eine gute Vorbereitung. Ihr solltet euch von zu Hause aus nochmal ein bisschen vorbereiten, überlegen, was wollt ihr malen, was wollt ihr zeichnen, was wollt ihr schreiben. Ihr solltet dran denken, wenn ihr schreiben wollt, dann müsst ihr spiegelverkehrt. Ich würde es so machen, ich würde zu Hause auf einem DIN A4 Blatt mit einem Kugelschreiber, aber auch so den Kugelschreiber halten, wie ihr die Wunderkerze halten würdet und dann spiegelverkehrt langsam schreiben. Versucht, die 30 Sekunden einzuhalten. Bereitet euch, wie gesagt, zu Hause gut vor, überlegt euch, was ihr machen wollt, einfach aus dem Grund, wir hatten jetzt hier gerade 20 Wunderkerzen und die waren innerhalb von 20 Minuten noch komplett weg. Wir haben viel ausprobiert und das ist das Ergebnis. Wir haben ein paar richtig coole Fotos hinbekommen. Ich habe euch in diesem Beispiel das Herz gezeigt, was ich im Video gemacht habe. Ich habe aber noch ein paar andere Wörter geschrieben und das sind so die drei besten Fotos, die wir heute hier fotografiert haben. Also fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Wir brauchen ein Stativ, wir brauchen unsere Kamera, wir brauchen ein Feuerzeug und eine Wunderkerze oder natürlich auch mehrere, wenn ihr mehr machen wollt. Wir brauchen die Einstellung von 30 Sekunden, Blende 9, ISO 100, 2 Sekunden Selbstauslöser und mehr braucht ihr nicht machen. Kleiner Tipp, dunkle Kleidung, denn ihr seid diejenigen, die durchs Bild wischen müsst. Ja, mehr ist das eigentlich auch nicht und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Probiert es aus. Ihr könnt es natürlich auch mit Licht machen, sage ich mal, mit einer Taschenlampe, mit einem Handy. Probiert einfach das mal aus, aber mit einer Wunderkerze jetzt gerade auch zum Neujahr. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Wie hat dir das Video gefallen? Wie haben dir die Bilder gefallen? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und aktiviere die Glocke. So wirst du immer sofort benachrichtigt, wenn ein neues Video hier auf Mango Picture erscheint. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wie gesagt, nochmal ein frohes neues und gesundes 2021. Bis bald. Ciao.